Dominik Baumann und Jens Klingmann heißen die Sieger eines spektakulären ersten ADAC GT Masterslaufs auf dem Lausitzring. Nachdem der Audi von Stefan Wackerbauer nach einer Kollision Öl verloren hat, muss die Strecke gereinigt und das Rennen für über eine halbe Stunde unterbrochen werden. Nach dem Neustart zunächst an Porsche-Pilot Martin Ragginger in Führung, als er das Cockpit an Klaus Bachler übergibt, verliert er diese aber wieder. BMW-Pilot Klingmann profitiert und fährt sicher zum Sieg, dahinter aber geht es richtig zur Sache. Wer macht das? Das wird reicht richtig für spannend. Simonsen oder? Alzen oder Simonsen? Was? Simonsen wird Zweiter! Simonsen hat's geschafft, in der letzten Kurve sich ranzuschieben, ihn rauszudrücken und einen Zentimeter vor ihm durchs Ziel zu gehen. Das Mercedes-Duo Procic und Simonsen nach diesem irren Finish also auf Platz 2 hinter Baumann und Klingmann, den BMW-Piloten Hürtgen und Alzen, bleibt nur der dritte Rang.